Sein Name ist Schmidt. Friedrich von Schmidt. Sein Denkmal steht auf diesem Platz hinter diesem Bauwerk, das er als Architekt hauptentworfen hat. Das Bauwerk ist in ganz Wien bekannt und ich nehme an, die meisten von euch haben es schon erkannt, es ist das Wiener Rathaus. Allerdings von hinten. Das Rathaus ist also der Amtssitz des Wiener Bürgermeisters und der Wiener Stadtregierung, die auch gleichzeitig die Landesregierung ist, denn Wien ist auch ein eigenes Bundesland. So ist der Wiener Bürgermeister in Doppelfunktion auch Landeshauptmann. Das Gebäude selbst ist im Stil der Neugotik errichtet und hat ein sofortiges Erkennungsmerkmal in Form des hohen Mittelturmes und der vier seitlichen kleineren. Die Höhe des mittleren Turmes ist 98 Meter und das ist genau ein Meter weniger als die Türme der Votivkirche. Denn es war Bedingung von Kaiser Franz Josef, dass die Votivkirche höher sein müsse. Nun, die Architekten waren also jetzt nicht so dumm und stellten an die Spitze des Turmes noch eine eiserne Figur, eine Ritterfigur, die den Namen Rathausmann bekommen hat. Und diese Figur ist 3,4 Meter hoch. Also ist das Rathaus inklusive Rathausmann eigentlich 101,4 Meter. Das Rathaus bedeckt eine Grundfläche von fast 20.000 Quadratmetern. Da würden sich einige Fußballplätze drin ausgehen. Und hat damit ungefähr die Fläche des Rathausplatzes und Parkes. Am Rathausplatz, direkt vom Rathaus, ist auch eine grünfreie Fläche. Diese Fläche wird sehr oft genutzt für Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Zirkus Roncalli oder der große Steirer Markt und im Winter der Weihnachtsmarkt oder der Wiener Eistraum. Im Rathauspark befinden sich viele Denkmäler, eigentlich sogar mehr als im Wiener Stadtpark. Und das erste, das wir hier in Augenschein nehmen, ist jenes von Ferdinand Georg Waldmüller, dem bekannten Biedermeier-Maler aus Österreich. Ebenfalls in der vom Rathaus aus gesehen linken Seite des Rathausparks befindet sich das Denkmal von Ernst Mach. Er war ein österreichischer Physiker und Philosoph im 19. Jahrhundert. Also mal ganz ehrlich, wenn ich mich um Österreich so verdient gemacht hätte wie dieser Herr, hätte ich mein hübscheres Denkmal vorgestellt, aber bitte. Steht auch im Rathauspark Dr. Adolf Scherf, dritter Bundespräsident der Zweiten Republik und vorher Vizekanzler. Also unter anderem in der Zeit sehr viel für Österreich getan, als es um den Staatsvertrag ging. Karl Seitz, dessen Denkmal wir hier sehen, war Wiener Bürgermeister in den Beginnzeiten der Ersten Republik und machte sich vor allem um sozialen Wohnbau und Gesundheitswesen sehr verdient. Der Babenberger Herzog Leopold VI., auch der Glorreiche genannt, nahm an zwei Kreuzzügen teil und hatte unter anderem mit Englands König Richard Löwenherz einen ziemlichen Disput. Da ging es dann um die Insel Zypern. Sehr reizvoll von einer Taube bekrönt, sehen wir hier Niklas Graf Salm, den Verteidiger der Wiener Stadt bei der ersten Türkenbelagerung 1529. Leopold Graf Kolonitz war vom Beruf zunächst mal Kammerherr beim Babenberger Herzog, der den gleichen Namen trug, nämlich Leopold I. Dann wurde er aber Bischof und bei der ersten Türkenbelagerung Wiens 1529 organisierte er die sanitäre Versorgung der Verwundeten und der Wiener Stadt. Josef von Sonnenfels war ein Schriftsteller zur Zeit der Aufklärung, war auch Freimaurer und als solcher ein Gesinnungsbruder von Wolfgang Amadeus Mozart. Weiter geht's auf der vom Rathaus gesehen rechten Seite mit Johann Bernhard Fischer von Erlach, dem großen Barockbaumeister,
dessen in Österreich wohl bekanntestes Werk die Karlskirche ist. Das Problem dabei war nur, er konnte die Fertigstellung des Baues nicht mehr erleben, er starb vorher. Sein Sohn Josef Emanuel hat den Bau dann vollendet. Ernst Rüdiger Graf Starhemberg leitete als Stadtkommandant die Verteidigung der Wiener Stadt 1683 bei der zweiten Türkenbelagerung. Mit Erfolg, dank des Entsatzheeres, das vom Kahlenberg herunterkam. Und dieser Herr war wohl einer der begnadetsten Fälscher der Geschichte Österreichs. Herzog Rudolf IV., der Stifter aus dem Geschlecht der Habsburger. Er hat sich nämlich mit dem Privilegium Malus in Anlehnung an das Privilegium Minus zum Erzherzog ernannt und war damit den Kurfürsten des Deutschen Reiches gleichgestellt. Das war dann der erste Schritt dazu, dass die Habsburger später mal auch römisch-deutsche Kaiser werden konnten. Ansonsten bleibt von ihm in Erinnerung, dass er die Universität Wien gegründet hat und den Neubau des Stephansdoms im gotischen Stil begonnen hat. Wir stehen hier vor dem Denkmal von Herzog Heinrich Jasomir Mirgott, ebenfalls ein Babenberger. Und wir hatten schon den Leopold VI., der war auf zwei Kreuzzügen. Dieser Heinrich Jasomir Mirgott war nur auf einem. Theodor Körner war Bürgermeister der Stadt Wien zur Zeit der Besatzung ab 1945 und später 1951 der erste vom Volk frei gewählte Bundespräsident. In seine Amtszeit fielen vor allem Wiederaufbau und Rückführung der Kriegsgefangenen. Erklär mir mal bitte einer, warum auf den Denkmälern die Leute immer so streng dreinblicken. Dabei war der gar nicht so streng. Ein gewisser Josef Popper Lynkeus war Schriftsteller, Erfinder, Philosoph, aber vor allem Sozialreformer in der Zeit um die Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert. Dieser vierbeinige Zeitgenosse möchte sich offensichtlich bewegen. Und das mit Erfolg. Den schon. Wer jetzt genau hinsieht, entdeckt ein bisschen Schleichwerbung, denn einer dieser wunderschönen Wasserspender im Rathauspark hat hier doch glatt einen Firmennamen draufstehen, den ich allerdings nicht erwähne, sondern sofort weiterschwenke zu jenen zwei Herren. Johann Strauss Vater und Josef Lanner, zwei ganz große Komponisten Österreichs in der Biedermeierzeit. Und viele glauben, dass der Walzer erst um die Jahrhundertwende um 1900 entstanden ist. Nein, nein, Strauss und Lanner waren bereits in Biedermeier große Walzerkomponisten. Von den zwei Walzerkomponisten geht es an dem sehr interessanten Motiv gestern heute weiter und wir kommen dann zu einem weiteren Politiker, nämlich zu Dr. Karl Renner, der als Staatskanzler in den ersten Tagen der Ersten Republik einer der Väter derselben war. Was nicht alle wissen vielleicht, und natürlich doch, ab 1945 war er Bundespräsident Österreichs, obwohl Österreich noch nicht einmal ein souveränes Land war. Und nachdem die Kopie am Rathausplatz gerade Ausgang hat, quasi, auf jeden Fall nicht an ihrem Platz steht, holen wir uns den Herrn an der Spitze des Turms einfach ein bisschen näher heran.